Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Was soll ich tun? Dieser Legesystem soll eine Unterstützung sein, wenn ihr euch in einer bestimmten Lebenssituation befindet und sucht einen Ausweg und stellt ihr auch die Frage, was soll ich jetzt tun? Ich weiß nicht weiter. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Ereala, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Ich beschreibe kurz deine Situation. Du bist noch verheiratet, aber unglücklich und möchtest trennen. Du hast auch einen Wunschpartner und stellst die Frage, wie geht es weiter, was soll ich tun? Erstmal kommt deine persönliche mediale Botschaft. Sei geduldig und überlasse das alles auf dem Zufall. Das war die mediale Botschaft. Jetzt schauen wir das astrologisch an. Du hast die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, ist auch eine präzise Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anders als im westlichen Horoskop. Du hast Lagna oder Aszendent Schütze. Und das zeigt dir etwas, weil die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in diesem Zentrum ist energetisch, was uns dieses Zentrum vermittelt, da sind unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte. Und die Schütze zeigt, wie wichtig das ist, in diesem Weg zu gehen. Und das soll der Fokus sein. Dann haben wir schon Orientierung. Und das ist auch eine Heilung, weil über die Tierkreiszeichen Schütze herrscht zwar Jupiter, was auch Optimismus und Glück vermittelt, aber das Symbolbild ist ein Kentaur, Chiron, und zeigt auch die Heilung. Und genau das bringt auch die Heilung. Du bist in Tierkreiszeichen Skorpion geboren. Und dieser Tierkreiszeichen Skorpion zeigt dir auch etwas. Skorpion gehört zum Wasserelement. Und das symbolisiert deinen Gefühlen und du hast diese intensiven Gefühle, aber du kennst auch die Tiefe, auch mal die Angst. Und die Skorpion ist eine pure Magie und zeigt die Transformation. Die Transformation, die Gefühle, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, diesen Gefühlen loslassen, weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Wenn du davon befreien kannst, dann steigt die ganze Energie nach oben und entdeckst du etwas Wertvolles in dir und das ist deine innere Kraft und die Macht über deinen Gefühlen, aber auch die Macht über dein Leben. Mond zeigt deinen Gefühlen. Dein Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs. Du hast eine ganz starke Mondposition, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Wieder Wasserelement hat wieder
mit den Gefühlen was zu tun. Und das bedeutet, du nimmst die Welt mit Gefühlen wahr und die Krebs beschenkt dir etwas. Immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, weil die Krebsgeborenen haben dieses Gefühl, verspüren, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln, wann sollte man eher zurückhaltend sein. Du bist zwar nicht in Tierkreiszeichen Krebs geboren, aber diese Mondposition zeigt, das entspricht dein Unbewussten, dein seelischen Bereich. Also höre auf deine Intuition, weil du bist spirituell veranlagt und du bist sehr intuitiv. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mars ist eine männliche Energie, also beschreibt auch der Mann, ist bei dir im Tierkreiszeichen eine Jungfrau und das bedeutet, dass dieser Mann soll bodenständig sein, dieser Mann soll auch intelligent sein und zuverlässig sein. Hier handelt sich bei Jungfrau um Erdeelement und das schenkt uns Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit und du erwartest es auch von diesem Mann und das muss auch Ordnung sein. Der Mann soll dich unterstützen, dass dein Leben in Ordnung ist. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation und das ist im Schütze. Das ist Feuerelement, das bedeutet, dass du schnell auch mal was sagst und das ist zielgerichtet. Und oft passiert Folgendes, weil du bist sehr wasserbetont durch deine Sonne in Skorpion, durch deinen Mond in Krebs, aber dein Merkur im Schütze neigt dazu, etwas schnell sagen, direkt zum Sagen, was du eventuell später bereust und entsteht Schuldgefühl, weil du willst niemand verletzen, dazu bist zu feinfühlig und mit Krebsmond neigst du dazu dann zurückziehen. Jupiter zeigt deine inneren Größe, deine Werte, deine inneren Werte und Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit, auch die göttliche Gerechtigkeit. Jupiter ist im Waage und die Tierkreiszeichen Waage steht auch für Gerechtigkeit und das zeigt auch deinen Gerechtigkeitssinn und du möchtest auch niemand was Ungutes tun. Venus ist der Planet der Liebe und zeigt deine Weiblichkeit und das ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Und die Tierkreiszeichen Steinbock, also Venus fühlt sich nicht wohl in Tierkreiszeichen Steinbock, das ist für die Venus-Energie zu streng. Aber die Ernsthaftigkeit der Steinbock unterstützt dein Liebesleben. Das bedeutet, auf dich kann man hundertprozentig vertrauen. Und das zeigst du auch in die Liebepartnerschaft. Steinbock kann einschränkend wirken, besonders in jungen Jahren. Und das hast du sicherlich auch erlebt. Das sind Einschränkungen da. Aber auch Lernaufgabe. Immerhin Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock. Und jetzt kommen wir zum Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal und Planet der Karma und formt unserem Schicksalswegen und belehrt uns. Saturn ist in Tierkreiszeichen Jungfrau. Genau wie
dein Mars auch. Also du hast hier so karmische Themen mit einer bestimmten männlichen Person. Dein Rahu befindet sich im Krebs. Dein Ketu befindet sich im Steinbock. Rahu und Ketu sind die beiden karmischen Knoten. Ketu zeigt die alte Karma, die alten karmischen Erfahrungen, ist im Steinbock, dort wo dein Venus auch ist, die Liebesplanet, und da hast du karmische Themen, das ist schon im Geburtshoroskop so drin. Rahu zeigt den neuen Weg, was deine Seele befreit. Und das sollst du auch erobern, weil das brauchst du zu deiner Entwicklung in dieser Seelenreise. Rahu ist im Krebs. Und weil dein Mond ist auch im Krebs, bedeutet, lebe deinen Gefühlen. Mond symbolisiert die Gefühle, weil das befreit dich. Dieser karmische Weg hat deine Seele ausgesucht. Und jetzt kommt diese beiden Mondknoten, Rahu und Ketu, sie bewegen sich auch. Und zurzeit befindet sich genau dort, wo in dein Geburtshoroskop ist. Und das bedeutet, Ketu ist momentan im Steinbock und Rahu ist momentan im Krebs bis Ende März 2019 und dann wechselt die Position. Das heißt, bei dir werden karmische Themen aktiviert, nicht nur jetzt, sondern auch in den vergangenen Jahren. Und dieser Rahu Ketu wirkt immer noch in dein Liebesleben, weil ab April 2019 übergeht Ketu in Tierkreiszeichen Schütze und du hast Aszendent Schütze. Also wirkt auf deine Persönlichkeit. Stehst immer noch in diesem karmischen Einfluss. Und hier kommen dann alten karmischen Erinnerungen, alten karmischen Begegnungen. Hier handelt sich bei Ketu-Energie um die Vergangenheit. Und ab April übergeht Rahu in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und die Tierkreiszeichen Zwillinge spiegelt dir etwas. Und damit öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Und Rahu zeigt, das ist ein neuer Weg, das ist ein neuer Partner. Und das wirkt ab April 2019. Und ganzes Jahr, sogar nächstes Jahr, ist noch in Zwillingen. Und dieser Spiegel bedeutet, das kannst du folgendermaßen vorstellen. In dem Augenblick, wann du geboren bist, in diesem Moment ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Du bist ein Kind davon und beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Das ist dein Aszendent Schütze. Und in dem Moment, wo du geboren bist, schaust in eine andere Richtung und gegenüber ist wie ein Spiegelblick und schaust in diesem Spiegel, im Geburtsmoment. Und in diesem Spiegel siehst du deinen Seelenpartner. Und dann geht das in Westhorizont nach unten, dann wird das unsichtbar.
Und die Kinder bis etwa dritte Lebensjahr haben noch Erinnerungen, auch noch karmische Erinnerungen. Später wird das alles in Unbewussten. Aber in dein Unbewusstsein, in dein Herzen, aber auch in deinen Seelen, hast in diesem Bild in dir. Und das entspricht nicht dein Mann. Und in der nächsten Zeit wird das dir spiegeln. Also du bekommst diese Spiegelung, weil du hast in deinem Geburtsmoment in dieser Richtung geschaut, in diesem Spiegel, und das ist die Tierkreis, zeichnende Zwillinge. Und ab April wird Rahu, diese karmischen Knoten, und zeigt deinen neuen Weg. Was deine Seele ausgesucht hat, ist zwar in Tierkreiszeichen Krebs, aber dieser Spiegel ist in den Zwillingen und dort wird sich dieser karmische Knoten Rahu bewegen in die nächste Zeit, das heißt dieses Jahr und noch nächstes Jahr. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Was ist deine aktuelle Situation? Das zeigt hier dieses Bild. Diese Kelchen symbolisieren deine Gefühle und die Zahl 4 deine Bedürfnisse, Sicherheit, Stabilität und Struktur. Du schaust diese 3 Kelchen an und das entspricht dein Alltag, deine berufliche Situation, deine Familie oder deine Ehe. So wie du lebst, bist du mit diesem Leben glücklich? Ist das ein glückliches Gesicht? Nein, du bist nicht glücklich. Du bist traurig, aber du schaust in diese Richtung. Und so lange, bis in diese Richtung schaust, und das ist dein Alltag und bleibt dein Alltag, bleibt auch die Traurigkeit. Jetzt passierte ein Wunder. Du hast deinen Wunschpartner begegnet. Und hier zeigt sich dieser Mann die Chancen. Schau mal her, ich bin hier. Ich biete dir etwas. Das sind meine Gefühle, mein Herz, meine Seele. Schaust du in diese Richtung? Momentan noch nicht. Wäre aber schön, ihn auch wahrnehmen. Wie könnte dieser Mann dich beschreiben? Oder wie ist dein Selbstdarstellung? Das zeigt hier dieses Bild. Wieder die Kelchen. Du bist sehr wasserbetont. Deine Sonne in Skorpion ist Wasser. Dein Mond im Krebs ist auch Wasser. Es ist diese Wasserbetonung da und sogar Sonne und Mond steht im vollkommenen Harmonie in dein Horoskop. Und das ist diese fließende Energie, deine Spiritualität, dein wunderschönes Innenleben, und dein Vertrauen, deine künstlerische Begabung, das kommt auch noch dazu. Du bist sehr, sehr kreativ. Du bist auch sehr feinfühlig. Und das ist deine Quelle. Und deine Quelle ist deine Intuition. Die Quelle ist deine Inspiration. Und das kannst du vertrauen. Das sprudelt etwas. Aber kommen auch Einflüsse von außen, das ist das Alltagsleben, all das zu bewältigen. Und du versuchst es immer wieder ausgleichen, ausbalancieren. Und das ist dieser ständige Tanz, das ist diese ständige Bewegung. Wie könntest du ihn beschreiben? Oder wie ist seine Persönlichkeit? Das zeigt hier dieses Bild. Er möchte fröhlich sein und er möchte auch dich auch fröhlich sehen. Dieses Bild zeigt die Feuerelemente.
Und das ist seine Begeisterung, das ist auch seine Leidenschaft. Und all das, was ihn fröhlich macht, all das, was ihn begeistert, möchte auch in Bewegung setzen. Er möchte da eine Bewegung bringen. Die Zahl 4 bedeutet, seine Bedürfnisse sind auch die Sicherheit, Stabilität und Struktur. Aber wenn du das betrachtest, diese Form, kann zwar die Struktur sein und die Stabilität, aber das kann auch die Enge sein. Und es gibt Momente bei ihm, er fühlt sich in die Enge und er hat Angst vor Veränderungen, obwohl das entspricht seinen Bedürfnissen. Und seine Aufgabe ist, von dieser Enge raus sich befreien, und diese beiden Tauben zeigen auch diese Befreiung. Und das wäre die Fröhlichkeit und diese Liebe. Was kann er bewirken und was kannst du bewirken? Oder was wirkt er auf dich? Was wirkst du auf ihn? Oder wie wirkt er auf dich? Oder wie wirkst du auf ihn? Was könnte er bewirken? Er könnte bewirken, dass da Klarheit kommt. Und die Wahrheit, diese Sonne, ist wie ein Auge, was wir genau anschauen, was wir sehen, was sichtbar ist. Und was sichtbar ist, das können wir auch klären. Er hat auch dieses Bedürfnis, klärende Gespräche führen. Er will auch die Klarheit. Er braucht Klarheit, Orientierung und er vertritt auch die Wahrheit. Wie wirkst du auf ihn? Du wirkst wie die Sonne. Das ist deine Ausstrahlung. Und er möchte dich auch so sehen, so fröhlich, strahlend. Er mag das nicht, dieses trauriges Gesicht. Das mag er nicht. Er vertritt die Fröhlichkeit und diese Ausstrahlung. Wie wirkt er auf dich oder was könntest du bei ihm bewirken? Das zeigt dieses Bild. Wieder die Feuerelement und das ist die Begeisterung. Er kann dich begeistern von etwas oder du wirkst auf ihn, was ihn auch begeistert. Und dieses Feuerelement ist nicht nur die Begeisterung, sondern auch die Leidenschaft. Und das möchte er auch leben, da möchte er auch etwas bewirken. Jetzt schauen wir an seine Geheimnisse und deine Geheimnisse. Seine Geheimnisse zeigt hier dieses Bild. Hier sind die goldenen Taler. Das hat mit Finanzen was zu tun. Das hat auch mit Werte und Wertschätzung was zu tun. Diese Zahl 6 bedeutet Vergangenheit. Hier hat er seine Erinnerungen und er ist die Gebende. Er gibt und gibt und gibt und die anderen nehmen und nehmen und nehmen. Und das ist für ihn nicht einfach, das im Gleichgewicht halten. Und das bedeutet, er wurde oft ausgenutzt in sein Leben. Und das ist sein Geheimnis, da sind seine verletzten Gefühle. Das kann natürlich auch die Finanzen bedeuten, aber auch die Werte und Wertschätzung, dass es nicht ausgewogen war. Und all das zeigt die Vergangenheit. Und das sind Wertschätzungen, dass er zu wenig Anerkennung bekommen hat und hat verletzten Gefühlen, kann auch bedeuten, weil er immer das Gebende war und kam zu wenig zurück.
und hat diese Verletzungen schon erlebt, das sein Geheimnis ist. Und er tut sich nicht leicht, in eine Beziehung einzugehen, oder er tut sich nicht leicht, jemand vertrauen. Also er muss erstmal die Basis schaffen, damit wieder Vertrauen gewinnen kann. Sonst kommen die Erinnerungen, oh, jetzt werde ich wieder ausgenützt, werde ich wieder klein gehalten. Und da braucht er das im Gleichgewicht bringen. Deine Geheimnisse zeigt hier diese Karte. Hier die Kinder. Kann auch deine Kinder sein, was dieses Bild zeigt, aber das sind keine Geheimnisse. Um welche Geheimnisse handelt hier? Das könnte sein, dass du nicht viel erzählen möchtest über deine eigene Kindheit. Aber intuitiv würde ich sagen, dass du Wünsche hast. Und du möchtest, dass diese Kelchen gefüllt sind mit deinen eigenen Wünschen. Zum Beispiel die Berufung zu leben oder auf eine Reise zu gehen oder kreativ sein oder diese Liebe leben. Du hast Wünsche, geheime Wünsche. Und wenn das in Erfüllung geht, dann bist du so fröhlich wie die Kinder, unbeschwert. Welche Schritte sollst du tun oder welche Schritte wird er tun? Das zeigt hier dieses Bild. Das ist wieder die Feuerelement. Er ist eher mit Feuerelement betont. Das sehen wir hier und hier. Und du bist eher mit Wasserelement betont. Und dieses Feuerelement zeigt, dass er muss etwas in Bewegung setzen oder er wird etwas in Bewegung setzen und er ist zielbewusst. Er weiß ganz genau, was er will. Die Zahl hat auch eine Bedeutung, die Zahl 8. Bedeutet mit Höhen und Tiefen, aber wiederkehrend. Und dieser Wiederkehrende zeigt wieder karmischen Themen, einer seelischen Verbindung, er kehrte wieder zurück in dein Leben. Welche Einflüsse habt ihr? Die negativen Einflüsse und die positiven Einflüsse. Die negativen Einfluss zeigt hier dieses Bild. Wieder die Kelchen. Und die Kelchen haben einen Bezug zum Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Diese drei Kelch unten zeigt die Vergangenheit. Es ist vorbei, aber hier sind Tränen, verletzten Gefühlen bei dir und auch bei ihm. Die Gegenwart ist die Mitte, nachdenklich, vielleicht ein bisschen traurig. Aber die Zukunft wäre diese zwei Kelchen oben, wenn ihr diesen Vertrauen habt. Und diese beiden Kelchen zeigen die Zweisamkeit, die Liebe, die Gefühle. Weil hier um die Hindernisse handelt, die Hindernis ist, wenn ihr die Vergangenheit lebt oder die Gegenwart, die aktuelle Situation festhalten wollt, wenn du zum Beispiel in dieser Ehe bleibst. Dann lebst dein Alltag so wie gehabt und denkst nicht an die Zukunft. Natürlich, er muss auch an die Zukunft denken, Vergangenheit abschließen, in Gegenwart einiges zu verändern. Dann könnt ihr diese Hindernis überwinden. Welcher gute Einfluss kommt auf euch zu? Das ist hier dieser goldene Taler. Und dieser goldene Taler bedeutet nicht nur die Finanzen oder Sicherheit,
sondern die Selbstwertgefühle. Und die Zahl 1 heißt das eigene Selbstwertgefühl. Wenn ihr das stärkt, er sein eigenen Selbstwertgefühl und sagt, mir ist es wertvoll, diese Verbindung, und ich stehe dazu, ich habe das verdient und ich nehme das in Besitz. Und genau so könntest du das auch formulieren. Dann steht zu diesem Wert, weil diese Verbindung ist wertvoll und du gibst ihm die Wertschätzung und er gibt dir die Wertschätzung und er braucht es auch, weil hier hat die alten Verletzungen, hier hat die Erinnerungen und seinen verletzten Gefühle. Er hat zu wenig Wertschätzung bekommen und hier braucht er Heilung. Und das ist wichtig, dass du ihm diese Wertschätzung gibst, aber umgekehrt auch, dass er aber auch. Was soll ich tun, heißt die Legung. Und diese Karte gibt die Antwort, nimm diesen Kelch in Hand, das bist du, das ist deine Sonne, das ist dein Mond, das ist deinen Gefühlen, das ist dein Wesen, das ist dein Selbst und das ist Wasser. Das ist Wasser, das ist Wasserelement. Und Wasserelement ist das Unbewusste, Wasserelement ist die Gefühlen, Wasserelement ist die Intuition, auch die Spiritualität. Wasserelement ist die Inspiration, die künstlerische Begabung. Wasserelement ist dein Traum, deine Vorstellung. Leb deine Träume, leb deine Gefühle. Lass das fließen, bleib im Vertrauen. Vertraue des Fluss des Lebens. Liebe Eriala, das war diese Legung, was soll ich tun? Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.